Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, sein Name ist Leonidas Arkona. Wir haben bereits Kreuzigen gemacht, es hat nicht so gut hingehauen, aber jetzt gehen wir beim Rudern richtig Gas. Du willst dir einen neuen PR holen, ich versuche irgendwie dran zu bleiben und mich nicht zu blamieren, denn dieser 21-Jährige möchte heute mehr rudern als Ronnie Coleman. Ronnie Coleman hat wie viel gerudert? Ich glaube um 230 Kilo oder 240. Und ich möchte halt auch irgendwie um 200 bis 230 bis 40 Kilo. Du bist ja auch schon alt mit 21 Jahren. Und kann man schon mal. Und Johannes schließt sich an und möchte auch 240 rudern. Mhm. Let's go. Los geht's. Bleib geschmeidig. Ich will sie nicht sehen. Das sind übrigens 140 Kilo als Aufwärmsatz auf der Hantel. Vielleicht mal ein bisschen Gewicht runternehmen. Johannes! Ja, es tut mir leid, 140 wird wahrscheinlich mein Spielverderber. Verdammt nochmal hier. Nicht das Spiel. Das Game. Verdammt nochmal, kann ja jeder so ein Mutant sein, ey. Ich finde 100 Kilo so schwer für den ersten Satz, ey. Aber ganz gut an, wahrscheinlich weil wir vorher Kreuzchen gemacht haben. Jetzt bin ich schon ein bisschen aktiviert. Kurzes Statement nochmal, bevor die Technikpolizei kommt und sagt, der 21-Jährige, der macht ja gar kein Rudern, sondern was ist das denn? Was ist das denn für ein Ausflug? Ich mache Schwungrudern. Und Johannes, du hast glaube ich. Weißt du, wie das genannt wird? Der Yates Row. Man unterscheidet lange Rudervarianten zwischen Yates Row, Pendy Rows. Ja. Was gibt's noch? Aber Donald Yates war auch sehr aufrecht und hat richtig schweres Gewicht genommen. Ja. Ja. Sah aber auch gut aus. Sah okay aus. Aber ich bin mir sicher, je schwerer das Gewicht wird, desto weiter aufrecht wirst du sein. Es sieht immer mehr aus wie Shrugs. Technik, Polizei, incoming! Ja, das macht nichts. Fühlst du die Intensity, Leonidas? Ja, I feel it. 170 Kilo auf der Hand von Leonidas. 70 Kilo Vorsprung. Ich hole ihn mir noch. Der Spiegel macht richtig schlank, oder? Ja. Sieht aus wie eine Grete. Meine Arme sind dünn. Ist ja grausam. So. Sind jetzt 170 auf der Hantel. Yes, that's it. That's it. So Leute, ich gehe auf 130 Kilo. Normalerweise wäre ich auf 120 gegangen. Aber da er so weit von mir weg ist, orientiere ich mich immer mehr nach oben und versuche irgendwie dran zu bleiben. Das ist vielleicht nochmal ein Tipp an euch. Umgebt euch mit Leuten, die euch nach vorne bringen. Egal, ob es im Sport ist oder anderen Lebensbereichen. Immer nach oben orientieren, Leute. Das ist eine gute Sache. Trotzdem natürlich realistisch bleiben. Okay? Das war doch mal ein wichtiger Fact, oder? Ich glaube, die Community von Johannes kennt mich gar nicht mehr, oder? Ich bin der mal 19 war. Stimmt! Wir machen auf jeden Fall noch ein Remake-Video von unserem allerersten. Wenn ihr Bock drauf habt, Daumen hoch. Hashtag Remake. Hashtag do it again. Make Leonidas 19 again. Nö. Ist ganz kleiner Vergleich, weil wir haben ja zusammen das Bankdrückvideo gemacht. Das seht ihr jetzt hier mit Ketten. Mal sehen, wie viel Kilo mehr schaffst. Ja. Mal sehen, wie viel Kilo weniger ich dann schaffe. Das Witzige ist, wir waren zu dem Zeitpunkt ja gleich stark beim Bankdrücken. Das weiß ich noch. Jawohl. Alter, locker. Ich bin positiv überrascht. Bist du positiv überrascht? Ich bin positiv überrascht, ja.
Da steckt ja wirklich was dahinter dabei. Blödsinn, Alter. Hochverehrtes Publikum, liebe Zuschauer, 200 Kilo auf der Langhantel. Damit habe ich vorhin im Kreuzheben gestruggelt. Es war richtig schwer. Er wird damit jetzt Langhantel-Ruder machen. Let's go, Leonidas. Komm, die Kanus! War okay. Gehe ich mal auf 150. Immer nach oben orientieren. Ja, was? Soll ich muss ja immer 100 Kilo mehr machen, als du so die Faust drehen. Na, 10er. Nee, 5er. Sag ich doch. Nee, hä? Doch, ja. 150, komm. Ja. Also ich muss schon sagen, Alter, Johannes, ey, beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Hätte ich nicht gedacht. Schön weiter, komm. Komm. Ordentlich, ey, wirklich. Krass. Ich bin total ungewohnt, so zu rudern. Ich habe es jetzt selber nicht gesehen, aber ja, das ist so schwer. Ein bisschen was kommt auf jeden Fall im Rücken an. Ja. Aber ich nehme mein Bodybuilding ganz gerne als Ausrede auch. Aber es geht nicht. Na, gucken wir uns den jungen Mann an. Das sind knapp 140 Kilo, wenig Körperfett. Das ist einfach viel Fleisch, denn die Kraft, die muss irgendwo herkommen, Leute. Keine Kraft ohne Muskeln. Puh. Wie viel soll ich denn jetzt machen? 220 erstmal, oder? Keine Muskeln, nur Kraft. 22. Ruder ich jetzt mal. Okay, 220 mal. Okay. Easy. Du ruderst jetzt schon mit mehr Gewicht, als du heute im Kreuzheben gehoben hast. Sensational. Sensational. Mach dich so spannend, Junge. Easy. Das ist optimal Mindset, Leute. Das muss immer sitzen. Auch wenn es 4 Minuten dauert. Die Vorbereitung. Ich nutze die Pause, mein kurzer Darm, da war ich aus meinem Short. Die neuen Smile-Dog-Socken. Mit Johannes 10 gibt's 10%. Johannes, du weißt, wie man nicht motiviert. Du musst jetzt warten, Digga, komm. Nichts. Komm. Komm weiter. Da geht noch mehr. Bei dir sieht man, da hast du es einfach geübt. Du bist so im Flow drin. Bist du drin, weißt du? Ich bin im Flow. Ich bin auch Rap Battle Artist. Ja. Ich gehe aus dem Haus und seh die Maus. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Mach mal mehr als 150, sonst demotivierst du mich jetzt richtig, ey. Ganz ehrlich, dafür, dass wir jetzt schweres Rudern machen, mindestens 160. Man muss ja nicht so viele Scheiben stecken, das ist ganz cool, ne? Komm, ich mach jetzt 170, ich probier das einfach mal. Ja, komm, Alter, aber das ist halt so. Geil. Ja. Damit die Technikpolizei auch was zum Kommentieren hat. Unten könnt ihr kommentieren. Sah scheiße aus. Nein. Das ist viel zu schwer. Nein. Oder. Damit du mal ein richtig Hardcore-Video wieder auf dem Kanal bringst. Also Hardcore. Hardcore. Ja, Hardcore. Also immer schwer und falsch. Eins. Zwei. Alter. Junge. Drei. Vier. Fünf. Du sahst nicht so im Flow aus, aber trotzdem stark, Alter. Naja, gut. Habe ich heute mal was für den Nacken gemacht. Wie willst du sehen? 250? Mach doch 240 erst. Ja, okay. 20 Kilo Sprung. 240 Kilogramm auf der Hantel. Immer noch ein Langhantel, Bruder. Kein Kreuzheben. Keine Shrugs. Ah, so ein bisschen. Hopp, hopp. Thank you.
schwer. Erste Mal? Nö. Den PR gibt's auch auf meiner Seite zu sehen. Mann! Junge, du nimmst doch die Dramatik jetzt raus. Das hat er noch nie geschafft. Unfassbar! 240 Kilo, ich mach die jetzt auch schnell. Warte. Johannes? Hast du mir auf den Arsch geguckt oder was? Anstrengend, der Mist. Das war doch mal wieder ein schönes Hardcore-Video. Für alle Hardcore-Fans da draußen. Vielleicht auch für die Leute, die mir schon so lange folgen und die von Anfang an dabei waren und immer sich für die Sportler begeistert haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne mit einem Daumen zeigen. Hashtag Remake, Hashtag mehr Hardcore-Videos. Wobei ich auch finde, dass man auch mit 18 und weniger Muskeln als Lauch irgendwie schon. Weißt du, immer eine Frage der Perspektive. Ja. Jeder hat mal klein angefangen. Auch wenn ihr es nicht glaubt, dieser junge Mann hat auch mal klein angefangen. Mit wie viel Körpergewicht? Mit dem Training habe ich mit, weiß ich gar nicht mehr. Müsste ich jetzt lügen. Aber du warst ein richtiger Hautständer auf jeden Fall. Ja. Glaubt man nicht, wenn man dich jetzt so sieht, aber es ist tatsächlich so. Also denkt immer daran, jeder hat mal angefangen und unterstützt die Schwachen. Supportet sie, mobbt sie nicht. Okay? So eine Message oder was? Auf jeden Fall. Ja. Message à la Carsten Stahl. Ja, stimmt doch. Fakt. So. Und wenn ihr mehr sehen wollt vom Training, dann schaut ihr bei Juniors vorbei. Das Video kommt dann am Sonntag. Also unbedingt seinen Kanal abonnieren. Instagram vorbeischauen. Vielen Dank für euren Support. Wir sind raus. Tschüssi.